Ach, die Würmer sind das. Sind die aggressiv eigentlich? Nö. Nö, gut. So, ich fahre mal um den Hügel hier, der im Norden ist, dieses Gebirge. Also sagen wir es mal so, ich habe immer einen gewissen Abstand gelassen zu den Viechern und die sind nicht in meine Richtung gelaufen. Daher sage ich jetzt mal, die sind nicht okay, aggro, also aber... Folgen tut mir niemand. Wenn man vielleicht näher rangeht, dann schon. Das werden wir mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht. Oder vielleicht nur nachts. Oder wenn man so mit Wasser gießt, willst oder Wasser so füttert oder so. Wenn du aggressiv wirst. Wenn ich nicht zu essen habe und aggressiv werde. Genau. Aber das sieht doch schon mal besser aus hier. Das sieht doch schon mal aus. Also hier ist es. Ist sogar ein kleiner Tümpel hier oben. Ich fahr mal drum rum, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. So mit Basisbau. Mhm. Hier liegt doch viel Kram rum. Sag mal, der Xin wollte doch eigentlich auch kommen, ne? Wäre Fortnite hängen geblieben. Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, die letzte Sauerstoffflasche. Ich glaube, ich sollte mal zurückfahren. Oh, erfahren. Ja, ja. Wenn ich komme bei mir vorbei, ich bin ja ein bisschen näher dran. Ich fahre hier rum und mach mal das. Ich probier's. Ich probier's. Die Hälfte habe ich noch. Vielleicht sollte man das Ding immer mitnehmen, ne? Diesen Konstruktor. Ja, das. Ja, 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 ja. Oder einen zweiten bauen oder so. Vor allen Dingen, ich habe ja auch. Stimmt, das könnte ich so neu machen. Kann man? Ja, ich habe ja Biokraftstoff habe ich mit. Nur du kannst so viele bauen, wie du willst. Wahrscheinlich, ne? No. Habe ich noch nie probiert, aber wird wahrscheinlich. Hier ist sogar ein bisschen Wald. Hier, wo ich jetzt bin. Okay. Da könnte man eigentlich schon mal ein bisschen. Also, das könnte man sich mal so ein bisschen. Nicht so heiß wahrscheinlich auch, ne? Was macht die Temperatur da? Wie sieht es denn mit der Temperatur da aus? Also, das ist okay. 25 maximal. Okay. Steht da irgendwie im Moment. Wobei hier auch gerade bis 15 sind, wo ich bin. Mhm. Also, es scheint von den Regionen abhängig zu sein hier. Von den Biomen. Aber das sieht so nett aus. Okay, na genau. Jetzt runterfahren und dann links halten. Insofern lohnt sich dann das Motorrad dann wieder. So. Mhm. Ja, du kommst es wieder zu ehren, weil bevor du hier lang hüpfst, das, das wäre ja elend. Ja, immer geradeaus. Frage, was wir machen wollen. Wollen wir eine Basis in den Berg bauen, so, oder wollen wir einfach... Also früher hat das ja was gebracht, weil die Drohnen nicht durch den Berg durchgeschossen haben. Aber das machen die ja inzwischen. Jetzt schießen die ja doch deinen Kern im Berg, ja. Die bohren sich so lange durch, bis... Naja, du siehst nichts, aber die schießen halt irgendwie durch den Berg durch und treffen dann doch deine Komponenten. Das ist ja blöd. Ja. Das ist ja dann das ist ja eher wieder ein Bug. Das ist, entweder haben sie es jetzt gefixt oder es ist nicht anders möglich mit der Unity oder so, keine Ahnung. Ja, das habe ich zweimal erlebt. Also. Bisher war es so, dass du halt, dass die da also Schluss gemacht haben. Genau, und auf Nikuta haben sie mich komplett zusammengebombt in dem Berg drin, wo ich da gebaut hatte. Ach, das immer. Na, wo ich dann mal hingeflogen war damals. Ja. Ich war das aber auch wirklich buggy, weil wir hatten doch da auch Probleme mit dem Playfield, wenn du dich erinnerst. Ja, ja, das war ja, also, da hatte ich ja auch mal so eine Episode, wo dann alles fehlte. Genau, und dann habe ich mich auch wieder eingeloggt, Relog gemacht, da war alles wieder okay. Also das war irgendein Bug war das. Ja. Der tauchte dann aber nie wieder auf. Also
Wurde heimlich gefixt. Möglich. So. Okay, die Milch. Die senkt die Körpertemperatur. Aha. Okay, ich hau mal alles rüber. Der Gemüsesaft auch, ja. Minus 3 Grad. So, ich brauche jetzt mal so einen Scanner. Das wäre cool. Den Detektor, genau. Na dann. Du brauchst nur noch hier ein bisschen nach links und geradeaus. Und jetzt das Highlight des Abends, lieber Xin. Wenn du wieder mal Wälder abrodest, kannst du jetzt richtig viel Treibstoff herstellen, Biotreibstoff, weil der liebe Frosty hat nämlich 1:1 jetzt sozusagen. Also eine Faser, ich hab die Fasern, Biotreibstoff. Ich hab den Biotreibstoff ein bisschen aufgewertet. Ich habe das 1:1 gemacht. 10 Fasern, 10 Kanister. Ich fand das immer so traurig, dieser Biokraftstoff. Der hat da immer so ein Schattendasein geführt. Ja, ganze Wälder wurden abgerodet, ja, um ein Stück zum Mond zu fliegen irgendwie mal. Da dachte ich mir, nö, komm. Freiheit für den Biokraftstoff. Jawohl. Ja. Sehr gut. Den werden wir hier auch brauchen, weil hier ohne Sauerstoff müssen wir viel Sauerstoff herstellen. So, und der ist schnell runter. Da brauchst du das Zeug, ja. So, ich fange mal an, einen Basisstarter zu bauen erstmal. Mhm. Das ist schon so weit. Ui. Naja, also wir haben uns noch nicht entschieden, was für, also wo wir hin. Ich hatte jetzt so vielleicht überlegt, weil ich bin da lang gefahren. Ihr seht das wahrscheinlich nicht. Aber von unserer, dort wo wir jetzt sind, direkt in den Norden, da ist so ein kleinerer See. Mhm. Also hinter diesem Gebirge. In diesem Gebirge da. Mhm. Okay. Und da wäre das eigentlich cool. Da waren so Bäume und Gras. Das sah ein bisschen freundlicher aus. Mhm. Da könnte man dann vielleicht nochmal umziehen. Also von hier zu dann dorthin. Hier gibt es Tiere, die kenne ich nicht. Ich habe Angst vor denen. Das ist alles neu. Also das ist... Die ganzen neuen Sachen sind jetzt alle drin. So. Naja, eigentlich, warte mal, einen Wassergenerator baue ich auf jeden Fall. Warum? Achso. Ist klar. Alles gut. Dann so. Machen wir natürlich erstmal wieder aus. Aus Beton alles. Ne? Oh, endlich nicht mehr verhungern. Also ich habe jetzt hier auch noch ein paar Konserven, wer jetzt unbedingt was braucht da. Ich habe schon Riegel gemacht, jede Menge jetzt. Gut, weil du dann auch das, also was wie brauchst. Ist das eigentlich, wenn was braucht, immer sagen. Wenn das in diesem Konstruktor ist, vergammelt das dann auch? Oder war das so wie in dem... Das ist eine gute Frage, habe ich vorhin auch schon überlegt. Wie bei dem. Genau. Das ich habe meinen Überlebenskonstruktor schon Riegel gehabt, die haben da 5 Tage drin gehalten. Okay. In dem Anzugkonstruktor, ja? Ja, warte genau. Mal, dann checken wir das gleich mal, weil das Fleisch hat eine Verfallszeit von 2 nur noch, oh je. Oha. Aber das werden wir sehen, ob es vergammelt. Ja. So, also ich habe jetzt so ein Wasserdings und wir haben natürlich kein Wasser in der Nähe. Naja, doch, ein Stückchen weiter ist hier. Naja, da würde ich mal Folgendes machen. Da warte ich erstmal, bis Sing da ist. Und dann würde ich dort hochfahren. Mhm. Ja, ich habe jetzt hier unterwegs noch ein paar Sachen aufgepickert. Und das Kühlaggregat, das hilft. Also das ist wichtig. Ja, Xin, du musst auf deinen Sauerstoff achten und auf deine Körpertemperatur, weil das kann hier sehr schnell Probleme machen. Man kann ja Notsauerstoff herstellen. Ja, genau. Mit Wasser brauchst du aber. Brauchst du Biotreibstoff? So, also warte mal, aus dem Fleisch. Ich könnte das natürlich mal grillen. Da sind die weg. Genau. Na hier, diese Notsauerstoffdinger, die macht er ohne Wasser. Ich weiß gar nicht, wie er das macht. Aus der Luft kann er ja nichts. Gereinigtes Wasser. Doch, auch doch, da auch, stand ja? Da, gereinigtes Wasser. Das war die eine Flasche, die du am Anfang gekriegt hast. Aber er stellt doch jetzt auch welche wieder her, Wasserflaschen. Genau, wenn du den Sauerstoff, das Sauerstoffgerät benutzt. Aber wie macht er? Naja, gut.
egal. Also, wo er das herholt, ja, das ist natürlich die Frage. Ne? Das ist, das bleibt, das wird für immer ein Geheimnis bleiben. Weil hier aus der Luft kann das nicht ziehen. Ne? Gefilterter Urin. Irgendwie sowas. Also. Sowas gibt es in anderen Spielen, ja. Ja, genau, jetzt geht's runter wieder auf 25 oder 28. Oh Gott, was ist das? Kein Sauerstoff. Ich quatsche die ganze Zeit hartes Zeug und vergiss zu atmen und nebenbei. Nee, das nicht, aber nachzufüllen. Naja, meine ich ja. No, das vor allem, ich habe jetzt auch gerade alles 10 Flaschen rausgeholt. Aber ja. Ja, Sauerstoff geht hier schnell runter. Ich höre euch schon inhalieren. Ja. Ich baue ja noch ein bisschen von dem Ding ab, ja? Ach, du bist ja da jetzt, ja. Wooden. Ach, da. Oh, guten Tag. Na, da. Sind wir da wieder. Oh, der Lebensanzeige ist halb runter. Deine, meine, ja. Meine ist, das war so ein Vieh. So. Naja, dann mache ich mal Betonblöcke. Oder wir fahren dann erstmal dorthin. Wie machen wir es denn? Andererseits, ich habe jetzt hier Haufen Essenszeug drin. Es wäre schade, wenn das vergammelt. Ich habe halt noch keinen Konstruktor, weil ich keinen Kupfer gefunden habe. Du kannst unsere benutzen. Ja. Achso, du kannst hier, ich glaube, warte mal, Sauerstoff ist auf Fraktion und Zugriff auf Fraktion ist jetzt beides. Ja. Ich habe halt auch noch kein Motorrad, ne? Ja, das lohnt sich dann schon. Kann ich dir eins bauen, wenn du willst? Das ist super, dann können wir direkt los. Warte mal, ich mach dir mal schnell eins. Also ich habe jetzt hier zwei... Ja, ich nehme alles mit in die Tasche. Wenn es vergammelt, ist halt Pech. Beziehungsweise ich kann noch mal schauen, ob mal irgendwas... Pflanzenprotein und Gemüse. Eigentlich könnte man hier Haufen Riegel bauen. Mach ich mal. Ich habe Haufen Gemüse, also wer Gemüse braucht, ich habe hier 30, 40. Okay, ich habe auch schon Gemüsesaft gerade gemacht. Und Riegel haben wir auch ein paar. Oh, das ist gut, Gemüsesaft. Ja, der kühlt nämlich auch ein bisschen. Ah ja, und hält sich auch relativ lange, 70. Ja, 70, ja. Na da, Gemüse, sehr schön. Okay, kann man irgendwas freischalten schon? Oh ja, Level 5. 33 Freischaltpunkte. So, leichte Rüstung. Ich muss erst noch leveln, ich kann auch gar nichts machen. Werkzeuge. Diverses. Basis. Pumpen wir alles in die Basis rein. Mir ist zu heiß. Dann gehst du am besten hier zu diesem Kühlgerät. Ach, okay, jetzt ist er weggerannt. Das habe ich hier hingestellt in der Mitte. Da kannst du dich sofort runterkühlen. Das leuchtet. Dankeschön. Und ich lege dir hier mal was zu essen hin. Ja, danke, danke. Nahrung habe ich. Oh ja, kann ja trotzdem nicht schaden. Und Sauerstoff. Das ist sehr gut, ihr seid super. So, warte mal, 19 Punkte. Ja, eigentlich habe ich so für die... Und? Pflanzenlicht noch. Das ist wichtig. Ein Moped. Gut. Oh, jetzt muss ich wieder hier mal hin. Geht doch. Noch ganz schön heiß. Mhm. Ich bin in der Wüste, ne? Ich finde die Helme von diesem Anzug. Oh, was? War rot? Die sehen cool aus, oder? Nee, die finde ich eher nicht so cool. Die erinnern mich, wenn du jetzt dein Dings dir anguckst hier über Tab, Inventar, dann erinnert mich das irgendwie an so eine Linse. Das ist so wie, als wenn du sehbehindert bist. Weißt du, so ein richtig dicke. Ja, aber ich bin sehbehindert. Ja. Das passt doch dann zu mir zumindest. Okay. Wie eine Lupe meinst du, ja? Ja, das sieht irgendwie so wie so ein Aschebecher aus. So. Aschebecher? Oh, ich hab einen Aschebecher. Sag mal, was hast du? Das ist eine Brille. Nee, das ist ein Aschebecher.
Das ist eindeutig ein Aschebecher. Also meine Brillen früher, jetzt mit diesen schönen Plastikgläsern ist ja kein Thema mehr, sind die auch nicht mehr so dick, aber früher die Glasgläser, als es die Plastikgläser noch nicht gab, die waren ziemlich Aber naja, nun, dafür sieht man halt was irgendwie, zumindest ein bisschen. So, naja, da ich werde das mal abbrechen hier. Das ist hier. Warte mal, das machen wir aus. Geht das nie? Nee. Egal. Ja, ich will jetzt so hochfahren. Und dann den Kern setzen. Ja, ich gehe gerade mal in den Wurm für XP. Okay. Mach am besten eine Kettensäge, das ist effektiv. So, was haben wir hier? Das ist gleich fertig. Dann nehmen wir das Zelt mit, obwohl wir es nicht brauchen. Und den Heiz-Dingsbumsgerät. Dabei sind Heizpilze verboten. Aber so, hier nicht. 77 Sekunden. Zack. So, da düse ich mal hoch. Okay. Und da wisst ihr dann Bescheid, wo das ist. Genau. Weil ihr seht das ja auf der. Ich fahre jetzt. Wahrscheinlich richtig. Du siehst ja, wenn wir den Kern. Wenn ihr den Kern setzt, sehen wir es ja dann. Ja. Nee, ich meine, das ist ja. Ihr seht nicht die freigelegten Stellen für mich. Von mir. Das ist ja das. Nee. Warte mal, ich fahre da völlig verkehrt. Nur wenn du ein POI unterwegs entdeckst, das sieht man. Ich mach mal einen Marker. So, Wegpunkt. Oder so. Bestätigen und Marker. Teilen, Fraktion. Da fehlt ein R. Da steht Faktion. Na, Faction, Englisch. Faction, ja. Ja. Haben sie vergessen über. Das andere ist Deutsch. Und das. Nee, da fehlt ein R. Fehlt ein R. Bei mir fehlt dann R. Okay. So, warte, wo ist der Marker? Da ist er. 2 Kilometer, 3 Kilometer. New Marker, ja, den sehe ich jetzt auch direkt. Ja, genau. Ich habe mir auf die Faktion freigemacht. Nee, das war sonst aber nicht schwierig, dass man den sofort gesehen hat, ne? Genau. Musst du den erstmal in sein eigenes. Ach so. Okay. Ja, ich sehe ihn auch, ja. Ah, musst du ihn sonst erstmal selber rüberziehen. Sozusagen Mensch, ihr habt was verbessert. Oh, Wahnsinn. Ey, super. Helion, super. Super. Applaus. Coole Sache. Und hier macht das Mopedfahren so ja richtig Spaß. Ja, also. Es war Version über Version. War das alles ein bisschen öde mit dem Moped? Wo du dann in die Erde versunken warst? Warte mal, der könnte eigentlich auch hier rüberfahren, ne? Ja, und früher bei den kleinen Planeten hat es keinen Sinn gemacht. Ja, da ist irgendwie 3 Meter gefahren, warst du einmal rum schon. Oh, naja. Schaffen wir das? Ja? Nee, schaffen wir nicht. Oh doch, super. Wahnsinn. Eine richtige Crossmaschine geworden. Aber jetzt nicht mehr, oder? Doch, probieren. Ich überhole dich, jawohl. Was? Bob, ah, doch nicht. Nein. Auf der Ideallinie am Surfen. Ja, ja. Da ist es. Ah, super. Das ist dann die Oase hier. Auf der anderen Seite ist sogar grün. Bäume. Oh, okay. Idylle pur. Und Bäume zum Abholzen und Steine. Das Einzige, was ich irgendwie überhaupt noch nie gefunden habe, obwohl ich so einen Detektor habe, ihr wahrscheinlich auch nicht, sind irgendwelche Mineralien vorkommen. Hm? Ich habe den Detektor noch nicht. Achso. Aber ich habe ihn eigentlich. Hast du noch nichts gefunden? Ne? Nö. Okay. Hast du vergessen, welche einzubauen? naja, warte mal. Ich guck mal lieber. Nö, 18 Eisen, 10 okay. Silizium, 12 Promethium, also ist alles da.
Dann habe ich die Meteoriten eingestellt. Die habe ich, wie gesagt, auf fast Maximum gestellt. Also da dürfte eigentlich auch immer was runterpurzeln. Ja. Ja, wir können ein bisschen am Wasser, so ein bisschen hier so, oder? Ja. Okay. Naja, dann setzen wir mal das Ding. Hier hin. Fertig. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr verschwunden? Nö, ich bin noch hier an dem Restschiff. Ich komme aber gleich rüber. Ich habe mein Zeug noch ein. Ach so, okay. Hab ich gestoppt. Wir haben Pickern. Gut. Also. Block steht. Das heißt, ich stelle mal derweile wieder die Konstruktoren hier hin. Und genau. Und dann gleich den Temperatur und dann stelle ich gleich mal das Wasserdings hier ins Wasser. Mhm. Und Treibstoff. Genau. Weil jetzt kriegen wir die großen Sachen und dann können wir dort dann auch die großen Flaschen bauen. Könnt ihr den Planeten auch Dune nennen, ne? Ja, fast so ähnlich. Die Würmer haben wir auch schon. Das stimmt. Okay, nicht vergessen Sauerstoff. Gut. Naja, dann heißt es eigentlich jetzt Blöcke bauen, ne? Ohne Ende, Betonblöcke. Erstmal. Wir können ja erstmal wieder irgendeine Platte bauen. Machen wir. 10. 20. Ich habe jetzt auch meinen Konstruktor und mein Heizgerät. Alles ist gut. Ich bin gerettet. Also wenn was passieren sollte. Du schaffst es zu überleben. Gut, da kann ich den. Also ich mache mal einen neuen Marker direkt auf die Basis. Dass wir den dann sehen. Das macht schon immer mal Sinn. Finde ich, wenn man sich so orientiert schnell. Ich glaube, ansonsten musst du immer auf die Map gucken, wo die Basis ist. Sieht aber ganz schick aus hier mit den Bergen und so. Also so ein kleiner Notfallsauerstoff, der bringt ja nur 20 Sauerstoff. Das naja. Ja, diese kleinen Dinger, die sind eben wirklich. Ist halt Notfall. Not, ne? Also bevor du dann hier so gar nichts mehr hast. Oh, ich sammle mal unterwegs genau, hier gleich noch ein paar. Jetzt müsst ihr das wieder sehen. Mhm. Basis. Jo. So, und jetzt benutze ich die Drohne. Die geht sonst immer unter. Die vergesse ich permanent zum Bauen, echt, die ja? irgendwie einzusetzen. Ja, ja, auch als ich das Schiff gebaut habe oder repariert habe, ich habe es einfach nie begriffen, dass ich die Drohne habe. Ich bin da hochgehüpft und habe dann den Moment abgepasst, wo es dann hoffentlich drin war und dann habe ich es wieder falsch reingesetzt, das bei diesem Triebwerk. Aber dafür gibt es doch diese. Die sehr hilft. Drohne. Okay. Naja, da brauchen wir ganz schön viel Beton. Hm.
Aber scheint auch zu halten hier, das Zeug in dem Konstruktor. Das Essenszeug. Verändert sich der Wert nicht, ne? Nö, irgendwie. Also, okay. Ah, dann scheint das auch zu sein. Wenn du reinwirfst. So, Bandagen. Schott. Jetzt habe ich hier die komischen Kakteen mal abgebaut, da kommt ja gar kein Holz raus. Nee. Die sind nur Deko. Ach so. Das finde ich schade. Also ein bisschen Holz hätte es ruhig geben können. Ja, oder Fasern oder so. Wo ist denn der Essenskonstruktor? Sehe ich den hier oder bin ich blind? Der hast du schon freigeschaltet, oder? Genau. Nahrungsmittelprozessor. Grün ist doch freigeschaltet. Im großen Konstruktor bauen, ne? Ach so, alles klar. Das ist es. Ja. Ich bin ja in den Überlebensdings noch drin. Ach ja. Aber das kann ich dann hier lassen. Naja, da mache ich jetzt erstmal hauptsächlich über Solarpanel wieder. Ich glaube, an Sonne haben wir hier keinen Mangel. Nö. Aber jetzt haben wir den Kern gesetzt. Kommen da nicht gleich irgendwelche Drohnen angeflogen? Okay. Könnte sein, ja. Vielleicht sollte ich Munition für Fernwaffe machen. Ich noch gar nicht, weil ich glaube, da kommst du nicht hoch mitten. Sag mal, was wir als nächstes brauchen, dann könnte ich auch schon was... Naja, eigentlich Betonblöcke. Betonblöcke, okay. Aber das Problem, also cool wäre, wenn hier noch ein anderer Konstruktor steht, weil da könnte man in dem einen die Blöcke bauen. Ich mache jetzt hier gerade so die Generatoren und so weiter. Bitteschön. Dann machen wir hier nur Beton im Ding. Beispiel, weil da haue ich hier bei dir, haue ich mal, ist das schon frei? Nee. Warte, ich mache den gerade, ja. Da haue ich gleich mal den ganzen Schotter rein. Achso, ich muss erstmal... Oder ich mache mal die Hälfte. Ja, so, vielleicht brauche ich noch. Genau, super. Und dann stelle ich schon mal. Ja. Ich stelle das jetzt erstmal hier einfach Wirt drauf. Wir können das ja dann immer noch umsetzen. Ich stelle es mal auf den Kern. So. Guck mal, dass ich ein paar Bäume gefällt bekomme für ein bisschen Biokraftstoff. Na, ich habe ja noch Fasern. Aber ich habe auch reichlich Biokraftstoff schon hier, wenn du welchen brauchst, erstmal irgendwie für deine Sägen oder für deine Waffen oder so. Was haben? Ich habe deinen Konstruktor hingestellt, den Kreuz mal voll und mal gucken. Kann man nie genug haben. Das ist das stimmt, aber ich wollte nur sagen, ich habe jetzt 80 Stück hier. Bisschen was. Okay, jetzt verbinde ich mal die Panel mit der Basis und dann haben wir die irgendwo anders hin. Na, jetzt wird schon wieder dunkel. Okay, da geht die Sonne unter, das heißt. Ist das hier mit Osten und Westen auch oder klappt das hier? Müsste klappen, oder? Ja. Na. Westen, ja, doch. Am besten flach hinlegen, ne? Hier bei der. Ja, eben, ja, stimmt. Das ist, ich habe gerade überlegt, weil das sackt auch immer in den Boden ein.
manchmal. Und ein paar Betonblöcke drunter packen. Ja, sparen wir jetzt erstmal. Ich mache erstmal okay. Hier. Hier ist relativ flach eigentlich. So, drei Stück erstmal. Akku steht auch. Genau, ich habe da nämlich auch noch ein paar Prometheumzellen. Können wir da gleich noch reinpflanzen. Einen großen Konstruktor baust du einen oder hast du schon oder soll ich machen? Nee, ich mache. Ja, kannst du machen. Also warte mal, das ist ja in meinem drin, da mache ich immer die Betonblöcke, werfe ich mal an. Kannst du in den mittelsten machen, genau. Ich muss mal gucken, Frost in dem einen Konstruktor sind noch 70 Schotter. Die nehme ich mal raus, ja, bei dir und pack sie mal in den mittleren. Genau. Frosty, kannst du da immer freischalten? Achso, ja. Warte. Also nur für den Notfall. Ja, ja, ein Durcheinander. So, ich mach mal gleich mal alles. Auch das Sauerstoffding. So. Also machst du jetzt, ja, den Sauerstoff und den Konstruktor. Ja, der ist schon auf Karte anzeigen. Achso, das war nur das eigene. Oh, das läuft. Läuft. Das ist. Nee, das war. Ach, das ist noch verbunden, ja, alles klar. So. Achso, die Basis, schalt die mal bitte frei für die Funktion. Oh ja. Kann ich mir ein paar Würfel ansetzen? Kern ein bisschen einbauen hier. P und Z. Jupp, prima. So, da habe ich ja mal meine 5 Prometheumzellen rein. Zack, 13%, du ist okay. Ich habe schon ein bisschen Biokreifstoff noch mit drin hier. Oh, haben wir schon 30%. Okay, was fehlt uns jetzt? Elektronik und Glasfaser. Das ist wahrscheinlich Silizium. Ja, Silizium ist ja alle im Moment. Eisen haben wir 65. Kupfer ist auch gleich alle. Da haben wir noch 1. Warte mal, das kann jetzt Silizium reinpacken. Also hier, achso, okay. Unterwegs. Weil dann. Genau, so, und hier drin Silizium, ist. Eisen, Kupfer. Ach, hier ist er. Achso, okay. Okay. So. Jetzt müsstest du herstellen können. Oh nee. Was denn? Oh nee. Brauchst du Hilfe? Oh nee. Wurdest du angeknabbert? Ab aufs Motorrad, sag ich nur, und weg. So, was ist ich passiert? Ich komme nicht hinterher. 6 von diesen Spinnen. Furchtbare, eklige Spinnen. Ach, Spinnchen. Okay. Ja, wenn ihr Glück habt, kommen die mit. Meinst du, ja? Ich weiß es nicht. Okay. Werden wir sehen. Hast du da für einen schicken blauen Strahl? Du hast irgendeinen grün die ganze Zeit gehabt. Ein grün? Mhm. Hast Ecke? Du irgendwie, ja, du vorhin. Jetzt hat es den grün. Ach, das ist der. War halt immer schon so mit diesem Strahl? Ja. Dass man sie so gesehen hat, ja? So, Spinnen, wo seid ihr? Haben sich doch nicht rangetraut. Na gut. So, Konstruktor. Also ich mache jetzt erstmal die Platte ein bisschen groß. Und. Okay. Da haben wir. Und dann mal ein bisschen vorne ins Runde, ja. Damit das dann nicht vorne abknickt. Ja. Okay. Jetzt ziehst du voll in den Himmel mit dem grünen Strahl hier. Das ist wahrscheinlich jetzt. Warum produziert. Achso. Sagen wir, produziert ja keine Steine, aber der. So, ist okay, fertig. Schon wieder alle. Ach, das bin ja ich. Zitterfrost. Ah ja, ich erinnere mich.
Irgendwie habe ich meinen Finger so komisch hier. Und meine Hand. Ja. Dein Lebensbalken ist übrigens wieder aufgefüllt. Wie hast du denn das gemacht? Nö. Ich bin noch bei 225. Nee, das war die Drohne. Die stand vor dir und die zeigt auch den Balken. Ach so, wenn du auf die Drohne, die hat auch eine Lebensanzeige. Die hat auch eine Lebensanzeige. Nee, bei dir ist halb runter, ja. Aber so ein Gemüsesaft, der hilft. Der füllt auch. Ein bisschen, ne? Ja.